Herzlich willkommen zu One vs. Wild. Ausgesetzt in der Wildnis der Horrorinsel kämpft ein verrückter Survival-Game-Experte 7 Tage lang mit nur 7 Gegenständen an einem von ihm nicht ausgewählten Aussetzpunkt um sein Überleben. Auf ihn warten 7 Tages-Challenges, die er aber auch erst am Tag selbst genannt bekommt. Hartes Überleben mit harten Gegnern, wenig Tiere, um die Nahrungssuche noch schwieriger zu gestalten. Ein gewisser Bereich, in dem er sich nur aufhalten darf, damit ständiges Nachfüllen nicht möglich ist. Schaden bei verdorbenem Essen oder zu wenig Essen und Gebäudeschaden auf an. Wie viele Tage wird er überleben? Wie viele Challenges wird er meistern? Und wird er überhaupt von der Horrorinsel zurückkehren? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu One vs. Wild, Tag Nummer 4, Freunde. In der letzten Folge, wer es nicht gesehen hat, bin ich leider an der Challenge gescheitert. Dieses Mal, Freunde, werde ich nicht scheitern. Wir sind bei Tag 4, heißt heute Challenge Nummer 4. Ich bin gespannt, was es gibt. Wir werden eben uns hier Essen reinhauen, Trinken reinhauen und dann werde ich heute, wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben alles, mich komplett auf die Challenge konzentrieren und ich will die heute schaffen. Nach gestern bin ich top motiviert, Freunde, top motiviert. Wir lesen uns die Challenge durch, let's go. Challenge Nummer 4. Baue einen Knochenstuhl oder einen Knochenleuchter, doch benutze dafür nur Knochen, die du im Wald findest. Okay. 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 Das ist schwierig. Das ist schwierig. Wir hatten hier ein paar Knochen. Und wir dürfen... Okay, 15, 19. Ist ja schon mal keine Frage. 15. Wir nehmen natürlich den, der weniger braucht. Und versuchen... Wo bauen wir den? Wir bauen den hier. Zack. Dann haben wir noch einen Thron als extra Challenge, ein bisschen an der Seite, als extra Ding. So. Wir haben gar keine. Waren da keine Knochen? Da lagen doch Knochen, oder bin ich bescheuert? Oh no. Das heißt, ich muss ins Cave, weil wir dürfen... Keine Gegner dafür töten, ausschließlich. Die kann ich nicht aufheben. Ausschließlich Knochen, die ich finde. Und wir haben nur 2 Möglichkeiten. Höhle. Wir können nur in diese Höhle, dürfen wir. Und ich weiß nicht genau, welche Höhle das ist. Muss ich mir eingestehen. Und Möglichkeit 2 wäre, oben am Flugplatz zu gucken, ob wir am Flugzeug oder so Knochen haben. Ich muss in die Höhle. Aber ich bin ehrlich, 15 Knochen werden wir da nicht finden. 15 Knochen. Schwierige Challenge. Schwierig. Hätten wir jetzt die gesamte Map zur Verfügung, würde ich sagen, auch an einem Tag schon schwierig, aber machbar. Egal, wir rennen jetzt hoch zur Höhle. Keine Zeit verschwenden. Rein in die Höhle, gucken, wo wir da sind. Und dann
hoffen, dass es keine Höhle ist, wo ich ein Seilgewehr oder so brauche, wo ein paar Knochen liegen. Weil ansonsten... Knochen. Ich krieg Knochen nur von Gegnern. Gegner gehen nicht. Heißt... Tiere. Tiere geben keine Knochen. Okay, dann, welche Möglichkeit existiert noch, welche zu finden, die rumliegen? Liegen welche oft so rum? Nein, eher in den Dörfern. Habe ich ein Dorf in der Nähe? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass hier nirgendwo ein Dorf ist. Ich würde es riskieren, in ein Dorf reinzugehen, so wie auf dem Flugplatz da auf der Landebahn. Ich bin aber ehrlich, ich glaube, in dem Radius, in dem ich mich bewegen darf, ist nichts. So, das Einzige, was ich noch erkunden kann, ist die Höhle. Das ist meine einzige Chance, meine ich, heute, um die Challenge zu absolvieren. 15 Knochen ist auch nicht wenig. Der Knochen-Dings da. Dafür müsste ich ja wirklich eine Base bauen und den dann aufhängen. Und das wird auch dann noch mehr und noch schwieriger. Also nehmen wir natürlich das, was wir können und eher machen können. Und das sind die 15. Die werde ich jetzt auf jeden Fall versuchen. Ich bin ehrlich, ich glaube, es wird richtig schwer. Ich weiß auch nicht, wo wir hier sind, in welchem Cave genau. Und ob da überhaupt Knochen sind. Wenn es kein großes Cave ist, dann sehe ich schwarz, dann, wie gesagt, wir dürfen uns nur hier in dem Kreis bewegen. Hier ist die Grenze mit den Bergen bis zum Flugplatz rüber. Am Flugplatz meine ich, da ist nichts. Wir können einmal drüber rennen, riskieren. Tag 4, jetzt kann man auch schon mal ein bisschen riskieren. Aber ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo ist die Höhle da unten? Ach, die Seite. Das ist das Riesencave. Wir kommen nicht weit. Da muss man tauchen. Aber wir gehen auf jeden Fall rein. Oh, shit. Nein, nicht noch eine Challenge. Das kann ich nicht erlauben. Nicht zwei hintereinander kommen. Lass mich checken. Oh, bitte nicht. Hier haben wir doch schon mal einen Typen. Okay, wir haben ein bisschen was für Craftings, aber wir haben keinen Knochen hier. Nicht einen Knochen und ich kann hier nicht reintauchen. Ich weiß nicht, wie tief, wie lange der Weg ist. Soll ich es riskieren? Wenn ich nicht zurückkomme, bin ich tot. Wenn ich nicht zurückkomme, bin ich tot. Ne, ich sehe ja jetzt schon nicht, wo ich bin. Ich komme niemals lebend zurück. Nicht für eine Challenge. Oh mein Gott, soll ich das riskieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit ich tauchen muss ohne Licht. Von der Luft her könnte ich mir vorstellen, wenn man richtig perfekt schwimmt, könnte man es vielleicht mit ein bisschen Schaden durchschaffen. Aber da ich nichts sehe, und hier sind auch noch Gegner... Oh no, ich darf den nicht töten. Mit denen wäre es einfach. Schlingel töten easy. Aber das ist nicht die Challenge. Haben wir hier irgend... Ich weiß nicht, soll ich... Nee, es ist zu riskant. Es ist zu riskant. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr durchgetaucht werdet oder ob ihr wie ich gehandelt hättet. Lieber die Tage schaffen... Challenge nicht schaffen oder ob ihr gesagt hättet, okay, komm, ich habe jetzt schon die eine Challenge nicht geschafft. Ich muss riskieren, die heute zu schaffen. Also tauche ich durch. Würde mich echt interessieren, ob ihr gesagt hättet, ich riskiere da durchzutauchen oder eben nicht, weil es ist schon echt risky, weil man sieht halt nichts und ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung tauche, ob ich mal irgendwann nach rechts, nach links muss. Und wenn ich das nicht sehe, weil ich auch nicht mal zum Feuer oder so anmachen kann, verloren. Dann verrecke ich da. Joa. Wir sind am Flugplatz. Ich werde jetzt hier diesen ganzen Flugplatz looten. Um
noch vielleicht so ein bisschen was zu haben. Aber ich bin ehrlich, hier ist nichts. Hier sind keine Knochen. Oh nein. Den hatten wir schon. Ja, heute will ich auch gar nicht gucken, wehe, ich sehe jetzt hier einen Elch. Wehe, hier steht jetzt gleich ein Elch rum. Nee. Oh. Wir können dann nochmal runtergehen. In die Richtung dürfen wir noch runter. Da können wir uns dann nochmal umgucken, ob ich vielleicht doch irgendwas vergessen habe, irgendwas übersehen habe. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich ärgere mich, weil ich werde keine Knochen finden. Scheiße, wehe, ich lese in den Kommentaren, du hättest doch das oder das machen können. Mir fällt gerade nämlich nichts ein, was ich machen könnte. Aber egal, wenn nicht, machen wir heute mal ein bisschen Craftings noch und so. Machen wir das halt. Wenn nicht, machen wir das halt noch alles. Ja, hier sind nur Dollarscheinchen. Nee, auch hier muss ich sagen. Ich habe echt gedacht, hier oben hätten wir vielleicht... vielleicht Glück. Und... okay, tschüss, war schön. Und haben vielleicht ein paar Knochen. Okay, wir rennen jetzt hier runter, gucken uns hier nochmal um. Auf der Seite ein bisschen mehr. Ich tauche nicht durch. Ehrlich, ich weiß, vielleicht werden einige sagen, Mika, komm, das wäre richtig krass gewesen. Aber stellt euch vor, ich sterbe. Dann ist das Projekt genau an der Stelle, wo ich verrecke, vorbei. Eine weitere Folge, sofort instant tot, bedeutet, ich bin tot. Wenn ich durch irgendwie sowas wie Fallschaden, Tiere oder so sterbe. Oder halt auch irgendwie ersticke oder so beim Tauchen. Und ich bin ehrlich, das zu riskieren, ist schon sehr lebensmüde. Nur um die Challenge zu schaffen. So, ich bin noch alleine. Ich weiß, wenn ich jetzt hier 7 andere noch mitmachen würden oder wie auch immer, dann wäre ich bestimmt jetzt nochmal anders, würde ich denken, okay, komm, du hast nur die Höhle, du musst es riskieren. Du willst den Punkt, du willst in Führung gehen, du willst das Ding nach Hause holen. So will ich das Ding auch. Ich habe gesagt, ich hole alle 7 und jetzt muss ich mir eingestehen, ich glaube, ich hole doch nicht alle 7, also ist ja jetzt schon nicht mehr möglich, aber ich glaube, ich hole noch nicht mal mehr 6. Weil auch hier sehe ich nirgendwo ein Camp. Ich sehe kein... ich habe ja nichts. Ich habe keine Höhle mehr. Ich habe keinen Bunker. Ich habe auch nicht das richtige Equipment, um einen Bunker oder so überhaupt freizulegen. Ich könnte jetzt auch, wenn ich Gräber finden würde, das wäre noch eine Lösung. Gräber, yo! Aber ich habe die Schaufel nicht. Hätte ich als Equipment-Gegenstand nehmen müssen. Oh, hätte ich... kann man Knochen frei buddeln, wenn man immer so gräbt? Weiß, dass man kleine Steine und sowas finden kann. Ey, wir haben hier nichts. Guck nochmal eben da oben. Weil von unten komme ich da ja nicht hoch. Gucken wir nochmal, ob... oh, da ist schon wieder ein Gegner. Hier ist auch nichts. Ey, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Nein, 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 nein. Nein. Ah, von hier oben habe ich mal einen guten Überblick über das Ganze. Hier habe ich mal einen guten Überblick über das Ganze. Nein, hier ist nichts. Ich will mal hier riskieren, ein bisschen runter. Hier hätten wir auch bauen können. Boah, hier wäre natürlich auch krass. Wenn wir hier ein Lager hätten, können die nur von oben kommen. Klar, wenn die runterspringen, sind sie da. Oh, 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 hier muss ich jetzt aber auch aufpassen, wenn ich jetzt durch sowas sterbe, ne? Hier geht's einfacher. Ne, hier ist auch nichts. Okay, wir haben jetzt echt ein Problem. Wenn ich da durchtauche. Wenn ich da durchtauche und sterbe. Und die Wahrscheinlichkeit ist so 90 zu 10, dass ich da durchkomme. Dann muss ich auch nochmal den Weg zurückfinden. Ist Punkt Nummer 2 erstmal, wenn ich überhaupt durchkommen sollte. Dann weiß ich nicht genau, ob direkt dahinter Gegner sind, ob ich nochmal was brauche, was ich nicht habe. Und falls ich da drin verrecke, ist auch schlecht,
Und vielleicht sind da auch gar keine Knochen. So, es ist zu viel riskieren, um die Challenge zu schaffen. Allerdings muss ich sagen, hier im Umkreis habe ich nirgendwo die Möglichkeit, an Knochen zu kommen. Ich müsste Gegner töten. Gegner darf ich nicht töten. Ausschließlich Knochen, die ich finde. Ich finde hier aber nichts. Heißt, ich muss jetzt noch einmal am Strand entlang gehen. Wenn ich Glück habe, finde ich am Strand noch ein paar Knochen. Und wenn nicht, dann... Jetzt lass mich mal überlegen. Wenn ich ein Tier töten würde, kriege ich das Fleisch. Ich habe noch nie versucht, danach den Körper abzubrennen, ob man daraus Knochen kriegt. Heißt, das weiß ich auch schon nicht. Und deswegen eher unwahrscheinlich. Gegner, die beste Alternative für Knochen, geht nicht. Nächste Alternative wäre Dörfer und Höhlen. Das Cave, was ich habe, ist zu riskant. Es ist zu riskant. Es ist so ein bisschen wie bei Knossi und dem Todesapfel. Es ist zu riskant, durch das Gebüsch zu klettern und da dran zu kommen. Und es ist zu riskant, da durchzutauchen und deswegen zu verrecken. Aber nein. Ey, das ist jetzt wirklich ein Scherz, ne? Was machst du hier? Was machst du hier? Warum bist du hier? Ja, was machst du hier heute? Warum heute? Du bist am falschen Tag hier. Ich würde dich gerade fast am liebsten töten, damit ich aus dir einen Wassersammler machen kann, weil du mich so aufregst, Mann. Heute kommst du hier raus, oder was? Oh, nee. Ich lasse sie leben, ich kann sie nicht töten. Ich kann sie wirklich nicht töten. Guck mal, wie Angst die hat, die Arme. Ich pack doch schon meine Waffe weg, komm, hier. Guck mal, wie Angst, ja, kann man die auch streicheln? Oh Mann, ey, Rocky, du brauchst keine Angst haben, Rocky, alles ist gut. Alles ist gut, Rocky, es passiert dir doch nichts. Heute nicht. Ach Mann. Weißt du, hier, jetzt ist die da. Ich hätte vielleicht einfach zu einer anderen Uhrzeit gucken müssen. Ich hätte nicht erst hochrennen sollen, sondern erst hier. Vielleicht hätte ich sogar ein Hai hier im Wasser. Ach nee. Ich kann hier wirklich keine Knochen nehmen, ne? Ich schaffe nicht einen Knochen und auch nicht einen Schädel da reinzufüllen. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Nein. Kann ich nicht akzeptieren. Wir müssen suchen. Wir müssen nochmal ein Stück nach da, bis wohin ich darf. Und dann nochmal hoch und da gucken. Ich kann nicht akzeptieren, dass ich nicht einen Knochen, nicht einen... Also der Schädel, okay. Für Schädel müsste ich halt einfach, hätte ich Glück haben müssen, im Cave. Ey, wir müssen da durchtauchen. Aber wenn ich sterbe, ist es Ende. Aber... Ich darf nur bis hier. Heißt, hier müssen wir hoch. Und ich bin ehrlich, ich glaube, ich sterbe, wenn ich durchtauche. Hätte ich das gewusst, hätte ich das gewusst, dass doch die Gegner relativ entspannt sind und nicht direkt angreifen. Ich bin ehrlich, ich hätte den Bogen nicht genommen. Ich hätte Taucherausrüstung oder Schaufel nehmen sollen. Ey, mit der Schaufel könnte ich jetzt versuchen, überall zu buddeln. Und mit der Tauchausrüstung könnte ich halt tauchen, ne? Ich hätte im Meer tauchen können, ununterbrochen. Für Essen, für Bilder, für auch einfach so. Ich hätte in Seen, ich hätte in Caves tauchen können. Das ist unpraktisch. Und hier ist nix. Hier ist einfach nix. Da ist nix. Hier ist nix. Hier drüber darf ich wieder nicht. Und hier, ich ende wieder im Cave. Ich werde wieder am Cave enden. Oh no, oh no. Ja, 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 alles gut. Könnt ihr euch nicht gegenseitig essen?
Könnt ihr euch nicht gegenseitig so kaputt hauen, dass ihr euch tötet? Wenn ihr euch töten würdet, dann könnte ich von euch die Knochen nehmen. Alles gut, war nur ein Scherz, war nur ein Scherz. Es ist doch alles gut, es war nur ein Scherz, 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 Scherz. Ich hab hier nix. Ich hab hier nix. Oh no, 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 no. Da ist auch kein Dorf. Okay. Ich weiß nicht, woher ich sonst Knochen kriegen soll. Dörfer, Höhlen, Leute töten. In meinen Augen gibt's nur die drei Alternativen und vielleicht halt Gräber freischaufeln, aber das wird ja auch nix. Geh jetzt nochmal da hoch und versuch nochmal zu tauchen. Ich gehe jetzt noch mal wirklich da hoch und versuche echt zu tauchen, Freunde. Ich versuche es jetzt. Scheiß drauf. Ich versuche es. Wir werden verrecken. Ich glaube, wir werden verrecken. Aber ich versuche es. Mir soll einer sagen, ey, du hast nicht alles gegeben. Ich versuche da jetzt ein Stück reinzutauchen. Und wenn wir wirklich merken, ich muss mir einfach genau merken, wie ich getaucht bin. Und dann einfach die Maus einmal rumdrehen. Das Gefühl ist genau die Hälfte. Und dann muss ich einfach versuchen, wieder umzudrehen, irgendwie da rauszukommen. Ich weiß es nicht. Was anderes fällt mir nicht ein. Ich will versuchen, die Challenge zu schaffen. Ich komme nur an einen Schädel in dem Cave. Nur da. Oder in einem Dorf. Dorf habe ich nicht. Also muss ich einen Cave wählen. Das einzige Cave, was ich wählen darf, ist das. Und ja. Okay, hier ist auch kein Dorf, ne? Ich gucke jetzt hier einmal, ob hier drüber... Jetzt ist hier drüber einfach so eine Location. Und ich hätte das mir alles sparen können, deswegen ich... Nee. 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 Wir müssen das versuchen. Ist hier noch irgendwas? Da sind schon wieder Gegner. Okay, das ist meine einzige Möglichkeit. Meine einzige Möglichkeit... Ist es so krass zu riskieren, dass ich die Challenge verliere. Und die ganze Challenge als Ganze. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, wie weit das ist. Ich weiß, wo in etwa... Das ist weit. Ich meine, das ist weit. Ich meine, es ist wirklich weit. Kann ich Feuer anmachen? Nee. Ich versuch's. Come on. Ich versuch's. Nee. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Oh mein Gott. Wie geht's raus? Wo geht's raus? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ich bin irgendwo aufgehangen. Ein Gegenstand weg. Ein Gegenstand weg. Und ich weiß nicht, ob ich hier aus der Höhle jetzt wieder rauskomme. Ein Gegenstand weg. Da geht's, glaube ich, raus. Ich bin wieder hier. Ein Gegenstand weg. Und wenn ich jetzt sterbe, ist die Challenge vorbei. Ein Gegenstand weg. Nein, ich hätte es nicht riskieren sollen. Bogen. Ich gebe den Bogen ab. Gib den Bogen ab, darf ich nicht mehr verwenden. Bogen ist raus. Zählt nicht mehr. Bogen kann ich nicht mehr verwenden. Gib den Bogen ab. Habe ich bisher noch nicht verwendet, vielleicht bereue ich's. Ansonsten könnte ich sagen, ich packe die Machete weg, weil ich die Axt noch habe und ich auch das Messer nehmen könnte. Hit. Okay, ich muss jetzt erstmal runter zum Camp und überlegen. Bogen. Bogen.
oder Machete. Oder Trinkflasche. Aber Trinkflasche ist eigentlich gut für unterwegs. Genauso wie die Karte, um sich dann doch irgendwie immer zu orientieren. Ich könnte natürlich immer am Wasser gehen. Also wenn ich immer hier das Wasser nutze. Aber dann wüsste ich trotzdem nicht, ob ich vielleicht zu weit gehe und deswegen disqualifiziert werde. Jetzt bin ich quasi Knock gegangen. Und die Regel bei Knock ist, ein Gegenstand weg. Bei Sterben Ende. Ich hatte mega Glück, dass das sogar nicht als Dingens gezählt hat, als Sterben. Weil ich eigentlich ertrunken bin. Es hätte auch als Tod sogar durchgehen können. Hab mega Glück, dass ich jetzt aufgewacht bin. Das bedeutet, ein Gegenstand muss ich aber abgeben. Und ich bin ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Weil die Axt kann ich verwenden, um mich zu verteidigen. Sowie die Machete. Die Machete kann ich aber nicht für Bäume verwenden. Heißt, die Axt wäre halt einfach schlauer. Damit, falls noch ein Bauprojekt kommt oder irgendwas anderes, das ich statt habe. Und auch zum Spalten und Co. Ich sollte die Axt auf jeden Fall nicht abgeben. Heißt, mir bleibt eigentlich nur zu überlegen, Trinkflasche, GPS-Gerät, Machete oder Bogen. Und GPS-Gerät, bin ich ehrlich, will ich eigentlich behalten, um mich zu orientieren. Und auch für die Uhrzeit und so ist immer ganz gut. Trinkflasche könnte ich abgeben, weil wir halt, wie gesagt, immer hier eigentlich überall reingehen können, direkt trinken könnten. Und das nicht das Problem wird bei den 7 Tagen. Oder die Machete, weil man sagt, okay, verteidige mich dann mit Bogen und Axt. Oder man sagt, man packt den Bogen weg, weil bisher habe ich den noch gar nicht genutzt. Aber falls wirklich mal welche angreifen, dann hören die nicht auf anzugreifen. Und ich habe halt gar keine Rüstung. Die Hits machen mehr Schaden, die Gegner halt mehr aus. Und ich bin nicht der beste Nahkampfwaffentyp. Ich glaube, ich packe die Machete weg. Machete oder Trinkflasche. Eins der beiden Sachen muss dann, glaube ich, weg. Oh nein! Oh mein Gott, was ein unglücklicher Tag. Tag 4 noch unglücklicher als Tag 3. Einfach Challenge, werde ich nicht schaffen, kann ich nicht schaffen. Bam, Challenge nicht geschafft. Plus ein Gegenstand weg, weil ich wirklich alles für die Challenge gegeben habe. Und einfach fast verreckt bin und fast sogar wäre das ganze Projekt zu Ende. Oh mein Gott, das war, ich sag ja, ich hätte es nicht machen sollen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Ob ihr genauso gehandelt hättet oder ob ihr doch nicht reingetaucht wärt, um lieber am Leben zu bleiben, eure Gegenstände zu behalten. Was ist das für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Sollte die Machete wegpacken. Sollte ab jetzt die Machete nicht mehr benutzen dürfen. Punkt. Sollte den Bogen behalten. Sollte den Bogen behalten. Shit. Ja, Stuhl kann ich löschen. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich kann den nicht bauen. Ich habe nichts dafür. Ich werde nicht nochmal da reintauchen. Und das nächste Problem. Ich muss mir eingestehen, ich habe einen Gegenstand verloren. Ich bin Knock gegangen. Crazy. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Es ist jetzt so. Aber es ärgert mich schon ein wenig, muss ich wirklich gestehen. Hätte jetzt nicht sein müssen, ist nicht so schlimm. Ich habe die 7 Gegenstände, also die 4, die ich... Ist der gammelig? Die ich hätte eh nur nehmen können, habe ich jetzt genommen. Die sind auch okay. Mit der Axt kann man arbeiten, ist natürlich jetzt nicht die beste Axt. GPS-Gerät und Co. sehe ich ein, dass man das schon eigentlich braucht. Und Feuerzeug brauche ich auch für Feuer und auch für Licht. Also ist auch gut, dass ich das genommen habe. Ja, was jetzt andere Dinge angeht, bin ich ehrlich. Trinkflasche bräuchte ich nicht unbedingt, will ich aber echt nicht abgeben. Ich mag das mit der Trinkflasche, vor allem wenn man unterwegs ist. So, wir haben halt einfach jetzt das Glück, dass wir ein bisschen was vom Flugplatz hier gekriegt haben. Können wir aber nicht öffnen. Die könnten wir trinken, um mal so einen Energieboost zu kriegen, falls wir mal angegriffen werden oder so.
Aber ansonsten, bin ich ehrlich, ist das Einzige, was ich bisher nicht brauchte, der Bogen, weil ich noch nicht richtig jagen war oder halt nicht angegriffen wurde. So, haben wir. Und das Zweite, was ich jetzt vielleicht nicht mehr so wirklich brauche, weil ich es durch die Axt auch noch ersetzen kann, wäre die Machete. Also ist das Schlauste, Machete weg, fertig, dabei bleibt's. Ab morgen darf ich die Machete nicht mehr verwenden. Also kommt die Machete jetzt weg. Packen hier den Fisch drauf. Und gut ist, den esse ich noch. Oh Mann, ey, wie ärgerlich. Challenge nicht geschafft. Unverrückt. Und noch gegangen, ey. Oh Mann, ey, wie ärgerlich. Ich fülle doch mal eben die Flasche auf. Oh Mann, das ärgert mich jetzt wirklich, Freunde. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ich hab's riskiert. Ich schwör, andererseits hätte ich mir vielleicht gedacht, wärst du nochmal gegangen, hättest du nochmal geguckt, so wie bei der Foto-Challenge, wärst du doch mal vielleicht lieber oben noch länger geblieben, hättest du die Schildkröte noch gekriegt und so. Dieses Mal, ich habe alle meine möglichen Chancen genutzt. Und die Chance, muss ich sagen, ich wusste, dass das, glaube ich, zu lang ist. Und ohne zu sehen, ist halt das eher das größere Problem. Mit Licht hätte ich noch richtig tauchen können oder auch zurücktauchen können, aber ja, einfach, es ist dumm gelaufen, wirklich dumm gelaufen. Die Sonne geht auch schon wieder unter, der Tag ist auch fast geschafft. Okay, jetzt gucke ich nochmal, ob ich nochmal eine Schildkröte hier entdecke, nutze noch den letzten Tag meine Machete. Die nutze ich doch jetzt nochmal. Haben wir hier irgendwo noch eine Schildkröte? Nein, alle haben sich wieder verzogen. Dann können wir nämlich die Tage mal einen Wasserständer bauen. Falls nämlich nochmal sowas passiert, wie jetzt, und wir noch einen Gegenstand abgehen müssen, dann wäre es sich halt am schlauesten zu trennen von der Trinkflasche als nächstes. Und wenn ich dann halt einen Wassersammler oder halt irgendwie wie jetzt hier fließende Wasser in der Nähe habe, dann ist es auch nicht so das Problem. Weil ich wusste halt nicht, habe ich nur einen kleinen Teich, habe ich vielleicht Wasser, habe ich gar kein Wasser. Und ja. Okay, Schildkröten am Abend wird nichts, muss ich am nächsten Tag gucken. Muss ich am nächsten Tag gucken? Nee. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, was ein ernüchternder Tag. Oh Mann. Ja, und hierfür brauche ich ja auch die Axt, stimmt. Ja, es kommt auf jeden Fall hundertprozentig die Axt weg. Hallo? Warum kann ich das denn nicht draufpacken? Muss ich erst wieder Sticks nachlegen? Es sind selbst schon die Sticks hier ab. Oh, die Sticks sind selbst schon weggebrannt. Ah, guck mal, immer noch am Brennen hier. Okay, ich hätte echt Ruhe gehabt am ersten Tag. Da hätte ich schon anders handeln können. Aber durch das Projekt, muss ich sagen, lerne ich mega viel noch an meinem eigenen Gameplay. Dazu gelernt, Feuer, wenn man es so komplett voll macht, brennt den ganzen Tag easy. Braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Fischreusen funktionieren mega gut, wenn man Fische in der Nähe hat. Kann man super nutzen. Ihr seht, wie viel Fisch da ist. Kein Problem. Super gut dazugelernt. Dritte Sache. Location und Orte nochmal ganz anders sehen und betrachten. Gerade was so Essen und so angeht. Wenn man halt nicht wie sonst immer looten kann, Snacks und Co. vorrätig hat und halt eher auf die Ressourcen gucken muss, die so wirklich natürlich sind. Plus, bin ich ehrlich, wenn man keine Rüstung und so irgendwie drucken kann, Pfeile machen kann und so, spielt man auch nochmal viel vorsichtiger. Habe ich auch dazu gelernt, kann man auf jeden Fall auch noch nutzen. Und die letzte Sache, die ich jetzt durch heute gelernt habe, ist, vielleicht für eine Challenge nicht für einen Punkt zu viel oder für die Punkte zu viel zu riskieren. Weil stellt euch vor, es wäre jetzt Ende gewesen. Oh mein Gott, es wäre so krass. Und es war wirklich knapp, es war wirklich knapp. Und wäre Ende gewesen, boah, ich hätte mich so geärgert.
so ist jetzt okay, Machete packe ich weg, ab Tag 5 ist Machete Geschichte. Ist jetzt so, habe ich auch ausgelernt, nicht zu viel riskieren, die letzten Tage jetzt wirklich lieber die Tage noch schaffen und gucken, was die nächsten Challenges bereithalten. Und wenn ich direkt weiß, ich schaffe es nicht, einfach einen Tag komplett anders zu nutzen, was zu bauen oder ein anderes Projekt zu pushen. Ich würde sagen, Freunde, ich nutze jetzt noch den restlichen Tag für Gammelfisch, kommt weg, wird nochmal durch den Fisch ausgetauscht. Wir werden nochmal gucken, dass wir jetzt hier Essen bekommen. Wir haben zwar jetzt echt genug Essen, aber dann können wir noch einmal rausholen, denn sollte das Essen für die letzten Tage vom Fischer plus dem, was wir im Inventar haben, nämlich reichen, muss ich mich darum auch erstmal nicht mehr kümmern. Na, easy, sogar zwei. Und dann ist der Tag auch schon wieder geschafft. Ich ärgere mich wirklich sehr, aber andererseits haben wir es riskiert. Jetzt ist es halt so. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Nein, nicht. Egal, dann essen wir den. Roher Fisch geht ja zum Glück. Das ist jetzt nicht das Problem. So, vollgefuttert sind wir nochmal. Hängen nochmal hier die zwei. Warum ist der denn schon vergammelt? Weil der zu lange in der Reuse ist. Oh, das ist aber auch gefährlich. Das heißt, man darf nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Heißt doch lieber eine Reuse. Es war jetzt halt für die Challenge. Okay. Okay, Freunde. Tag 4 endet. Ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Nach Tag 3 ein bisschen ernüchternd. Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns bei Tag 5. Wir haben Tag 4 geschafft. Auch wenn leider nur knapp und auch nicht mit Challenge geschafft. Aber so ist es manchmal. Nicht schlimm. Let's. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car.